Wie weit reicht Designschutz? Wann greife ich in ein Design an? Wie finde ich raus, wie weit ein Design überhaupt wirkt? Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner der Kanzlei Freischem und Partner, und in diesem Video erkläre ich genau, was eine Designverletzung ist, ab wann man in Designs eingreift und wie man das überhaupt beurteilt. Haben Sie schon mal Produkte auf den Markt gebracht und sich gefragt, ob Sie in diese Produkte eingreifen? Wenn Sie ähnliche Designs noch nicht ermittelt haben, dann können Sie mein Video zur Ermittlung von ähnlichen Designs, zur Designrecherche ansehen, was ich hier unter diesem Video verlinke. Nehmen wir nun an, Sie haben ein Design gefunden und wollen herausfinden, ob Ihr Produkt in dieses Design eingreift. Also den Schutzbereich dieses Designs bestimmen, ob Ihr Produkt in diesen Schutzbereich noch hineinfällt oder nicht. In diesem Video erkläre ich genau, wie Sie den Schutzbereich der Designs bestimmen, ob Ihr Produkt in ein bestimmtes Design eingreift oder nicht. Die Verletzung eines Designs wird eigentlich erst vom Gericht bestimmt. Also was immer Anwälte vorher schreiben, ist eigentlich irrelevant. Relevant wird es erst, wenn das Gericht gesagt hat, ein bestimmtes Produkt fällt in ein Design oder nicht. Und das Gericht geht eigentlich immer nach ähnlichen drei folgenden Schritten vor. Zunächst wird der Formenschatz bestimmt, also die Designs, die vor diesem Design schon bekannt waren. Nehmen wir an, man hat ein neues Design für einen Stuhl gefunden, dann wird das Gericht erstmal alle Stühle, die ähnlich designt waren, berücksichtigen. Der Gegner, der das Design angreift, wird natürlich möglichst dann Recherche gemacht haben, dem Gericht das liefern. Also da wird erstmal der Formenschatz bestimmt, alle Stühle, die so ähnlich designt sind. Dann wird festgestellt, was die Eigenart des Designs ist, also was das Besondere an diesem Design ist gegenüber den vorigen Designs. Und als letztes wird bestimmt, ob eben das eigene Produkt diese Eigenarten verwirklicht. Derjenige, der sich gegen eine Designverletzung verteidigt, der wird also zunächst eine Designrecherche durchführen. Und wenn er dann ein sehr ähnliches Design rausgefunden hat oder möglichst ein identisches Design, dann kann das Streitdesign, also das, was da zur Rede steht, kann eben aufgrund dieses älteren Designs gelöscht werden. Meine Erfahrung ist, wenn das ältere Design nur ähnlich ist, dann wird dieses Design in der Regel nicht gelöscht, weil es eben einen kleinen Unterschied gibt und eben mit diesem Unterschied eine Eigenart verbunden sein kann. Je mehr Abstand dann das Design von dem Formenschatz hat, je größer ist der Schutzbereich. Also wenn sich der Designer von dem Streitdesign, also dem Design, worum es geht, besonders Mühe gemacht hat, ein völlig neues Design für einen Stuhl oder eine Flasche zu entwickeln, dann hat er einen breiteren Schutzbereich als jemand, der eben nur eine Kleinigkeit geändert hat und dann eben dieses Design schützt. Also der Schutzbereich richtet sich in erster Linie nach dem Abstand von dem Formenschatz. Also je größer der Abstand vom Formenschatz ist, von den bekannten Designs, je größer ist der Schutzbereich des Designs. Der Abstand wiederum, hatte ich ja schon fast erwähnt, wird durch die Eigenarten des Designs bestimmt. Also der Abstand von dem Formenschatz richtet sich eben nach ganz bestimmten Merkmalen im Design, die eben die Eigenarten des Designs sind. Und wenn diese Eigenarten vom Verletzungsprodukt, von dem Produkt, was man eben vielleicht selbst hat und sehen will, ob man in dieses Design fällt, wenn diese Eigenarten erfüllt sind, dann fällt das eigene Produkt in dieses Design und wenn nicht, dann nicht. Und das ist natürlich Auslegungssache. Wann sind bestimmte Eigenarten erfüllt und wann nicht? Wann greift eben ein Produkt in dieses Design ein und wann nicht? Da kann ein Anwalt oder ein Patentanwalt eben eigentlich nur die Rechtsprechung sich ansehen und gucken, was haben die Gerichte vorher entschieden. Tatsächlich entscheidet dann eben erst das Gericht, ob nun wirklich eben ein bestimmtes Produkt in ein Design eingreift oder nicht. Erfahrungsgemäß ist es allerdings so, dass schon kleinste Abweichungen von einem Design oft aus dem Designschutz rausführen. Ein Design ist gut dazu da, um 1:1-Fälschungen abzuwehren, beispielsweise auf einer Messe, wenn dort eben Plagiate ausgestellt werden, die eben genau das Originalprodukt nachbilden, dann kann man gut aus dem Design vorgehen. Wenn der Nachahmer sich eben bestimmte Merkmale hat einfallen lassen, die eben anders sind als im Originalprodukt, in dem geschützten Design, dann fällt er oft schon aus dem Design raus. Also erfahrungsgemäß haben Designs einen relativ geringen Schutzbereich, weil es eben schon sehr ähnliche ältere Designs gab, sodass der Schutzbereich relativ gering ist. Ich hoffe, ich konnte Ihnen erklären, wie man genau bestimmt, ob ein Produkt in ein Design eingreift oder nicht, wie groß der Schutzbereich eines Designs ist. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann geben Sie mir einen Daumen hoch.
Und das Wichtigste zum Schluss, ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.